Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia The Complete Journey für den PC. Wenn ich hier gerade nach unten schaue, ich musste mal wieder meinen Timer starten. Und dafür erstmal mein Handy entsperren und das kann ich nicht blind. Wie dem auch sei. So. Wir haben erfahren, dass wir von Galafester, glaube ich, den Kloschlüssel bekommen. Das ist schon mal eine gute Sache. Dann wollen wir aber noch ein bisschen weiter mit dem Barmann reden. Gullivers Gulli klingt aber nicht besonders einladend. Meine Kundschaft ist es nicht gewohnt, irgendwohin eingeladen zu werden. Wer würde auch Diebe und Schmuggler zu sich einladen wollen? Oder Leute mit ansteckenden Mundschleimhautentzündungen? Wenn du ein einladendes Ambiente suchst, dann gehst du besser in die Oberstadt, Bursche. Okay. Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los! Was sind denn das für Leute, die sich hier so rumtreiben? Naja, Gesocks und Gesindel halt. Diebe, Halsabschneider, aber die gute Sorte. Im Moment ist es ja recht leer. Um diese Uhrzeit immer. Außer deinen Leuten ist nur noch Nod da. Er gehört zum unorganisierten Verbrechen. Ich glaube, er ist hier, weil sein Bruder Wink heute das erste Drittel der vorverlegten 5-Uhr-Schicht übernommen hat. Aber wie du dir vorstellen kannst, sind die Dienstpläne des unorganisierten Verbrechens etwas undurchsichtig. Dann ist da noch Garlef. Er kommt zum Spielen her. Was spielt er denn? Schnick, Schnack, Schnuck. Im Ernst? Dein gefährliches Gesindel spielt Schnick, Schnack, Schnuck? Das klingt vielleicht nicht nach einem Spiel für harte Kerle, aber die Einsätze sind hoch. Und sie spielen mit gezinkten Fingern. Mit gezinkten Fingern? Also wirklich. Habt ihr gar keine Probleme mit Arganon? Es kommt mir so vor, als würde hier jeder machen, was er will. Und so ist es auch. Die Beamten lassen uns hier in Ruhe. Orcafisco ist weit weg und die Magnetbahnroute läuft an der Küste entlang. So ist der schwimmende Schwarzmarkt überhaupt erst entstanden. Wir sind immer da, wo der Organon nicht hinguckt. Ah, ja. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es nicht mehr lange so bleiben wird? Dann würde ich sagen, geh zu Janosch und seinen Widerstandsschwätzern. Nur Idioten glauben an diesen Verschwörungsquatsch. Irgendwie... Irgendwie will mein Hals gerade nicht so ganz. Mist. Und da fällt mir gerade was auf. Moment. So. Ich hatte meinen Chat nicht für mich sichtbar. Das ist eine schlechte Sache. Kennst du Captain Boso? Klar, er legt hier ja regelmäßig an. Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Repetierlaser. Und mit dieser Furie hat Boso was am Laufen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll. Weil du eben keine Ahnung hast, wie man mit temperamentvollen Frauen umgeht. Du könntest dir echt mal eine Scheibe von ihm abschneiden. Ja. Ich verstehe, weil er fett ist, nicht wahr? Ach, nee. Naja. Was kannst du mir über das unorganisierte Verbrechen erzählen? Mit denen würde ich mich an deiner Stelle nicht anlegen. Nicht? Sie sind unberechenbar und gefährlich. Aha. Wenn du mehr wissen willst, fragst du am besten Nord da drüben. Was ist das für eine Untergrundbewegung, von der du sprachst? Naja, Untergrundbewegung ist reichlich hochgegriffen. Okay. Garlef trifft sich mit seinen Freunden Janosch und Liebold regelmäßig im Keller von Janoschs Mutter. Das ist ein Witz, oder? Ja, und die Pointe ist ihr Anführer Janosch. Er hält sich für eine Art Freiheitskämpfer. Ui, Mensch. Das war's fürs Erste. War ja auch genug. Das stimmt wohl. Ganz schön schummrig hier. Befreu dich doch. Die wenigsten meiner Stammgäste sind ein schöner Anblick. Aber wenn du das hier schon dunkel findest, dann warte mal ab, bis der Generator wieder streikt. Passiert das öfter? Leider. Es ist die salzige Luft. Die ist wie Zucker im Tank. Paradox, nicht wahr? Mhm. Nun gut. Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch alles zu sehen? Sag jetzt bloß nicht, du bist ein Tourist. In dem Fall gehst du besser in die Oberstadt. Vorausgesetzt, sie lassen dich da rein. Downtown ist für Schmuggler, Hehler, Spieler und Piraten reserviert. Wenn du was Besonderes erleben willst, empfehle ich dir das Schnabeltier-Bataka in der Arena auf dem Markt. Die Kämpfe finden allerdings nur statt, wenn sich zwei Streithälse in die Wolle bekommen. Okay. Wie war das gleich mit diesen Schnabeltierkämpfen? Das Schnabeltier-Bataka ist ein tödlicher Wettstreit. Ein Kampf auf Leben und Tod. Leben und Tod. Schnabeltier-Bataka? Das klingt aufregend. Schade, dass ich hier wohl keinen würdigen Gegner finden werde. Ich würde mich ja zur Verfügung stellen. Aber ich kann unmöglich eine Frau schlagen. Stimmt. Du kannst mich unmöglich schlagen. Ich meinte, dass ich dich nur ungern verletzen würde. Solange ich bei Bewusstsein bin. Genau.
Tja. Kann die Jukebox nicht mal einen anderen Song spielen? Wieso? Das ist doch jetzt schon wieder ein anderer Song. Bist du sicher? Dieses Gedudel kommt mir doch sehr bekannt vor. Sag nichts gegen meine Jukebox. Da sind nur Klassiker in der Playlist. Am liebsten mag ich das Paarungslied der Schrottkrabben. Allerdings nur, wenn die Tür zu ist. Ich hab schon genug Beschwerden über Krebsbisse. Ah, okay. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Dann habe ich das doch richtig, oder dann... Dann kam mir da tatsächlich die richtige Idee vorhin schon. So, wir gehen mal kurz zum Marktplatz. Und verbinden... hier oben bei der Apotheke. Das rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig. Das grüne ins Herz des Industriegebietes. Und das gelbe in diese dunkle Gasse da. Okay. So, und die Rohrweiche. Moment. Das rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig. Jo. Das grüne ins Herz des Industriegebietes. Und das gelbe in diese dunkle Gasse da. Dann würde ich sagen, so rum. Und dann gehen wir einmal in den Hafen. Ja, doch. Und gehen wir hier zur Jukebox. Trotz meiner gewaltigen Kräfte komme ich hier ohne Werkzeug nicht weit. Die Klappe ist verschraubt. Verschraubt, ja, das ist ja kein Problem. Hier haben wir einen Schraubendreher. Hi ho, hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi diddle diddle do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Sehr gut. Hi ho. Okay. Na komm, sing doch ID. Mann, hast du... Das kennen wir also schon. Der tote Taubentango. Hey, Finger weg. Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? Wow. An der Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Okay. Dann wollen wir doch mal hier in die Jukebox. Paarungslied der Schrottkrabben. Ja. Dann spielt er das jetzt. Moment, nee. Hey! Ach ja, mit dem Fuß an deiner Stelle. Ich bin in... Ich muss mich bekommen. Okay, auf jeden Fall müssen wir auf die Art und Weise... Lass mich in Ruhe, ich muss ab. Ja, okay. Ein dreifaches Hi-Ho auf unsere fleißigen Freunde, die Kleinverdiener. Haha, ha, Kleinverdiener, weil, ne? Zwerg und so. So, Taubentango. Tja. Aber wir brauchen auf jeden Fall das Paarungslied der Schrottkrabben. So viel steht schon mal fest. Natürlich. Wir nehmen hier einmal den Zucker mit. Wir nehmen den Zucker. Und den Zucker schütten wir in den Generator. Den wird's nämlich dunkel. Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor?
Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Tja. Ah ja. Es war schlecht. Dachte ich mir's doch. Der Zweck ist trotzdem noch größer als Wenzel. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Ist klar, Rufus. Ist klar. So. Oh! Aua! Nichts passiert. Ja, Sonar-Gehör, ne? Und jetzt leise... So, sehr gut. Ja, und der Generator springt wieder an. Okay. Ist aber gar kein Problem. So, dann wollen wir doch hier mal ihm ein neues Lied auf den Notenständer raufschmeißen. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Magnifico! Endlich eine Canzone! Molto romantico! Und solange sind keine Schrottkrabben in die Nähe, ist non pericoloso. Ach, mille grazie. Jo. So, aber dann brauchen wir das ja doch so eingestellt, wie es vorher war. So. Dann gehen wir jetzt nämlich mal zum Waffenladen. So, Bosu. Hey, mach's doch nochmal. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch? Ja, das ist eine super Idee. Die Idee ist fantastico. Verfluchte Hausierer. Wann lernt ihr es endlich? Wer seine... Ja, ja. Du schon, los, komm. Das hatten wir schon. Komm schon. Zack, zack, zack. Bla, bla. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Hörst du die Geräusche? Wenn ich mich nicht täusche, sind Schrottkrabben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Schön trappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre, sind Schrottkrabben im Tempelgraf. Dahin ist mein Schlaf. Kantappe, 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 kantappe. Na bitte. Geht doch. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! So. Ich würde sagen, die nehmen wir jetzt über einen Eimer mit. Ja, ihr kleinen Wusels. Hunger auf Schrott. Das war's. Die Fütterungszeit ist beendet. Nicht. Ha! Ich hab sie. Okay. Na, ihr kleinen Wusel, genießt ihr... Was da? Den scheint dieses Gejaule tatsächlich zu gefallen. Was irgendwie Sinn macht. Immerhin haben sie keine Ohren. So, okay, hier ist das Rohr jetzt zu. Jetzt müsste ich die hier nur noch in irgendeiner Form zum Gondolieri schaffen. Und das ist, glaube ich, das, was ein bisschen schwierig wird. Moment. So. Das rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig. Ja. Das grüne ins Herz des Industriegebiets. Und das gelbe in diese dunkle Gasse da. Okay.
So, das Grüne. Ah, okay. Okay, ich verstehe. Verstehe. Das heißt, wir drehen den jetzt um. So, von Rot auf Grün. Perfekt. Dann gehen wir hier einmal zum Waffenladen. Und machen das Ventil wieder auf. Lauft! Ihr seid frei! Aber nicht verlaufen. So. Ja, ich verstehe. So langsam habe ich die Logik dieses Spiels begriffen. Das will was heißen, weil die Logik ist Mist. Aber hey. So, dann geht's in den Hafen. Und wir treten nochmal gegen die Stoßstange, damit er einen neuen Airbag braucht. So. So. Bam. Ancora? Stupido. Stupido. Kommt zu Idiota. Okay. Ja. Okay. So, wenn wir dann jetzt mal hier hingehen. Das ist eins der schwereren. Das war ziemlich offensichtlich, nachdem ich, nachdem man die Zusammenhänge begriffen hat, sag ich mal. So. Moment, wir gehen mal nochmal kurz in den Hafen. Ja. Sorry wegen des Airbags. Ist no problema. Ich bin Sasia, die Club Gondolo Mobilistico. Mitglied im Gondelmobilclub? Okay. Ich hab grad immer einen Ersatz für Sacco di Aria Caputo. Capisci? Capito. Caputo. Der verarscht mich nicht, okay? Was ist das für eine Kiste? Ist das schon der neue Airbag? Sie sind fortunamente. Idoko hat immer eine Adapter auf die Lager. Musst du eigentlich immer mit diesem bescheuerten Akzent reden? Ja, ich bekomme sonst Beef mit der Gondelvereinigung. Ach so. Verständlich. Arrivederci. Was für ein Ding? Ach, nichts. So, na denn. Auf zum Waffenladen. Oso, ein letztes Mal noch. Bitte, bitte. Oh je, Rufus. Glaubst du? Ja, das ist eine verdammt gute Idee. So, komm. Komm schon. Komm schon. Ein letztes Mal. Jetzt wird's lustig. So, ich freue mich schon auf den Gondolieri. Gondoliero. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Sind Schlappraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre. Sind Schrottgraben im Tempelgraf. Dahin ist mein Schlaf. Kantappe, 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 kantappe. Ich kann so nicht bannen, du, wenn ich mich nicht verrennen, du. Sind Schrottkrabben in unserer Uhr, was treiben die da drinnen, du? Kommen die da nicht raus? Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Sind auch noch Stunden später Schrottkrabben im Chronometer. Dahin mit der Ruhe, wenn ich mich nicht vertue. Schrottkrabben im Zeitmessgerät und langsam wird es wirklich spät. Woher kommen jetzt plötzlich die Trompeten und Geiger? Was soll der Dreck? Ich will hier weg. Ich dreh voll am Zeiger. Es geht mir auf den Wecker. Schon seit Stunden lieg ich wach. Ich glaube, munte Hochzeit morgen fällt erstmal flach. Oh, nicht schon wieder. Na. Ah. Hey. Was für ein Anblick. Los, Boso, sag es. Oha, jetzt wird's. Hey, Puppe.
kommst du öfter her? Oh, Bozo. Wow, 6 Worte und doch das Tor zu einer neuen Welt. Okay. Dann wollen wir doch mal... Moment, das war im Hafen. Natürlich. Der Spelunke. Hallo, Goal. Hey, Mensch. Wir haben da noch was zu bequatschen. Hey, Puppe. Kommst du öfter her? Bitte was? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Soll das lustig sein? Erst verschleppst du mich und dann kommst du mit sowas? Ist dir am Ende gar nicht aufgefallen, dass ich wirklich, wirklich wütend bin? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Wow, keine Schlägereien in meiner Bar. Es mag ein Treffpunkt für den übelsten Abschaum sein, aber es gibt immer noch Regeln. Er hat angefangen. Ich hab nichts gemacht. Da hat er recht. Es ist kein Verbrechen, wie ein Idiot rumzulaufen. Hey. Aber sich wie ein Idiot zu verhalten vielleicht? Hey, hab ich gesagt. Du hast Glück, dass ich keine Frauen schlage. Kannst es ja mal versuchen. Vielleicht fange ich damit an, dir den Hintern zu versohlen. Wenn du scharf auf einen gebrochenen Kiefer bist. Wow, wow, wow. Hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt klären wir unsere Streitigkeiten auf zivilisierte Art. Es gibt nur ein Mittel, um euch Streithähne wieder auf Spur zu bringen. Schnabeltier-Bataka. Yay, Schnabeltier-Bataka. Und nein, hey Puppe, kommst du öfters? Hier ist nicht die beste Anmache ever. Die beste Anmache ever ist, hey du kleine Tittenmaus, kommst du heute mit mir nach Haus? Auf geht's! Aber gut. Ja. Okay, Autsch! Das hat irgendwie wehgetan. Tja. Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja gewinnen lassen. Ja, ja. Aber es kann auch nicht schaden, sicher, meine berüchtigten Rufusreflexe zu trainieren. Ja, ne. Das kann man mal machen. Aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.